Wir basteln heute gemeinsam dieses Fotoalbum. Wer dieses schon angefangen hat, das Cover mitzubasteln im letzten Video, der kann jetzt auf 7 Minuten 35 vorspulen. Denn die ersten 7 Minuten 35 sind nochmal das Cover. Wer noch nicht mitgebastelt hat, für den geht's jetzt los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Mitbasteln. Für ein Albumcover könnt ihr alle möglichen Pappen nehmen und ein Blatt Papier. Ich nehme jetzt hier die Verpackung von diesen Actionrollen, quasi von diesen Kleberollen, weil mein Buch ist relativ klein, was ich machen möchte. Und ja, da schneidet ihr euch quasi diese Pappe zurecht. Also mein Büchlein ist 15 cm hoch. Heißt, ich brauche jetzt 16 cm. Ich schneide hier oben dieses Gedönsel ab und hier unten diese Rundung. Und dann habe ich quasi schon die Grundfläche erstmal sauber. Jetzt mache ich noch 10 cm ist mein Buch dick, also mache ich 11 cm, mache ich dieses Pappe. Also immer 1 cm, wie euer Grundmaterial quasi groß ist. So, und habe jetzt hier quasi die lange Seite ist 16 cm, die kurze Seite ist 11 cm. Mein Büchlein, damit ihr das auch seht, das ist 10 mal 15 cm, passt also. Ja, die anderen schneide ich auch mal schnell so zurecht und spule mal ein bisschen vor. So, jetzt haben wir die Seiten, jetzt müssen wir noch den Rücken nehmen. Da messt ihr euch aus, wie breit der Rücken ist. Bei mir ist der 5, also 4 cm. Also mache ich das Rückenstück wieder 5 cm, also 1 cm wieder breiter. Und in der Höhe habe ich es auch 16 cm geschnitten. Ja, und jetzt nehmt ihr euch quasi ein Papier. Ihr könnt so ein A4-Papier, ein weißes nehmen. Ihr könntet jetzt aber auch natürlich Designpapier nehmen. Zum Beispiel hier, ja, ein buntes Designpapier, was dann zu eurem Büchlein passt. Ich hatte erst überlegt, ob ich das hier nehme, aber weil, also auf so einem A3 Papier, also Quatsch, 30 mal 30 Zentimeter Papier, passt es halt super rauf. Aber es passt nicht wirklich zu meinen Seiten. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, ein weißes A4 Blatt zu nehmen und ja, quasi nachher das zu gestalten. Ich lege euch wieder ein bisschen Musik ein, währenddessen ich das anklebe. Das klebt jetzt. Jetzt gebe ich euch mal einen Tipp. Ihr könnt so ein Falzbrett nehmen und jetzt die Kanten entlang falzen. Wenn ihr das aber nicht habt, dann könnt ihr auch einfach auf dem Tisch mit einem Dotting-Tool oder so lang falzen. Aber ich empfehle halt immer dieses ja, Falzbrett quasi zu nutzen dafür. Und da könnt ihr es so an die Rillen ranlegen. Weil wir falzen das jetzt ein bisschen, damit wir uns ja, das Cover nicht kaputt machen, das Papier, weil es wäre jetzt blöd, wenn es reißt. Na, deswegen falzen wir uns quasi da, wo wir es jetzt knicken wollen. Wichtig ist auch hier zwischen, ne, dass ihr quasi ja auch beim Knicken des Buches, also beim Zusammentun, da nicht irgendwie den Papierreißen habt, weil das ist richtig ärgerlich und immer schön vorsichtig das machen. Und ja, damit wir jetzt auch ordentlich Ecken haben, schneiden wir uns hier wie so eine Lasche, so ein Dreieck rein. Möglichst nah an der Ecke. Umso sauberer ihr das macht, umso schöner sehen nachher eure Ecken auch aus. So, und dann macht ihr das an allen vier Seiten, dass ihr das quasi euch zurechtschneidet. So. Jetzt klebe ich das mit der ATG an. Also ich will ja immer, ja, wenn es bombenfest hält, nehme ich ja immer mein Tacky-Glue oder eben die Klebepistole. In dem Fall nehme ich jetzt die Klebepistole, weil ich nicht möchte, dass sich das Papier wellt. Ja, wenn ihr jetzt so Sachen habt, die sich nicht wellen sollen, dann empfehle ich immer,
ja, mit so einem Klebedings das zu machen, weil ich habe festgestellt, egal wie dünn man Flüssigkleber aufträgt, es würde sich immer wellen und ja, da habe ich momentan nicht so einen Bock drauf und es soll aber halten, deswegen nehme ich auch nicht das von Action, weil das von Action auch immer nicht so gut hält. Ja, da leiste ich mir wirklich dann diesen Luxus und nehme quasi das gute Klebeband, weil mich ärgert das sonst, wenn ich jetzt hier was mache und das sich morgen oder übermorgen dann wieder auflöst, weil das Klebeband einfach billig ist. Ja, hier kostet zwar eine Rolle 10 €, aber naja, ich nehme das jetzt in Kauf. Ich benutze jetzt ja wirklich quasi nur für so Sachen, die wirklich fest sein sollen und kleine Sachen, wo ich weiß, leichtes Papier, was nicht reißt, das ja, kann ich dann quasi günstigen Kleber nehmen. So, ich dekoriere jetzt und lege euch Musik rein. So, das Cover ist fertig. Jetzt machen wir die Seiten. Für die Seiten nehmt ihr A4 Blätter und zwar 4 Stück. Diese schneidet ihr euch zurecht und macht das erste 21 cm lang, das zweite 22 cm lang, das dritte Blatt 23 cm lang. Und das vierte Blatt 24 cm lang und schneidet euch die so zurecht. So, jetzt habt ihr die quasi ja, schon mal die Größen der Seiten. Jetzt müssen wir noch die Höhe. Mein Büchlein soll 15 cm hoch sein und darum schneiden wir jetzt diese Blätter 15 cm lang. Ich mache wieder Vorspulen. Jetzt haben wir quasi unsere Blätter 15 cm hoch und wir falzen die Seiten jetzt immer bei 10 cm, drehen das Blatt um und falzen nochmal 10 cm. So, jetzt haben wir hier quasi so eine Mittelnaht, die 1 cm breit ist. Jetzt nehmen wir das Blatt, was 22 cm groß ist, falzen wieder bei 10, drehen es um. Und falzen ebenfalls bei 10. So. Und jetzt haben wir hier in der Mitte 2 cm Mittelnaht. Quasi, wenn wir das jetzt so zusammenklappen, dann ist das dieser Buchrücken. Und wir nehmen den nächst kleineren Buchrücken und kleben den dann hier so auf. Also bei dem 23 cm Papier nehmen wir auch wieder 10 cm, falzen und
10 cm falzen. So, haben wir wieder diesen Rücken. Und jetzt das 24 cm Blatt, ebenfalls 10 cm drehen und 10 cm. So, damit haben wir jetzt quasi unser Grundgerüst fertig und die werden jetzt quasi ja, dann so übereinander geklebt. Und ich möchte jetzt halt noch Taschen machen. Dafür nehmen wir jetzt hier so ein A4-Papier wieder und schneiden uns das zurecht. Das machen wir, also die Seite ist ja 15 cm. Wir brauchen ja diese Knicklaschen, also schneiden wir bei 17 cm ab. Und das mache ich mit dem Papier hier auch gleich. Ebenfalls 17 cm. Dann habe ich nämlich oben und unten 1 cm so eine Lasche, die ich dann wieder umfalzen kann für die Tasche. So, und jetzt schneide ich bei 10 cm ab, weil ich möchte ja, ja, dass das genau auf der Seite quasi abschließt, diese Tasche. Jetzt haben wir 2, 4, 6. Ich habe das Papier doppelt genommen, nicht, dass ihr euch wundert. Und ja, passt genau. Perfekt. So, und jetzt falze ich bei 1 cm. Und mache das bei der anderen Seite ebenfalls. Und dann habe ich quasi für immer eine Seite. Ich nehme 8 Taschen, das heißt, immer auf einer Seite ist so eine Tasche drauf. Und ja, dann schneiden wir die jetzt einfach mal zurecht und ich spule wieder vor. Jetzt haben wir das fertig. Jetzt kommt quasi so eine Tasche immer da drauf. Bevor ich die aber hier anklebe, dekoriere ich jetzt erstmal und dafür spiele ich euch weiterhin Musik ein. So, wenn ihr das Ganze habt, dann bereitet ihr euch das quasi vor und sortiert euch zurecht. Ich mache immer auf einer Seite eine Tasche drauf. Und ihr seht, ich habe jetzt die erste hier schon fertig gemacht. Und ich mache immer so, dass eben eine Seite glatt ist, eine Seite Tasche, eine Seite glatt, eine Seite Tasche. Das heißt, ich lege mir jetzt auch das zurecht, also ich sortiere mir das Ganze, wie ich das gern haben möchte. Also ich nehme jetzt wieder eine glatte. Legt die hier zu, dann passt halt ja dieses Blau zu dem Beige. Hier kommt jetzt auch wieder Beige hin und dann kommt wieder eine Tasche. Also ich bereite mir das direkt vor, weil ich mag es immer nicht, wenn ich irgendwo was doppelt habe oder
ja, die Seiten nicht so gut zusammenpassen. Deswegen sortiere ich mir das jetzt quasi vor und leg euch Musik ein, damit es nicht langweilig wird. So, nun nehmen wir uns die Bindung und kleben dort die Seiten hinein. Nehmt dazu am besten einen richtig guten, ja, Glue oder Kleber oder wie ich die ATG, damit das richtig bombenfest hält, weil nichts ist ärgerlicher, wie wenn es nachher, ja, halt nicht gerade ist oder so. Und auch wichtig, macht es schön mittig. Umso sauberer ihr arbeitet, also umso mittiger ihr arbeitet und das einklebt, umso schöner ist euer Buch nachher, ne? Also jetzt nicht auf die letzten Meter ein Huschi-Huschi machen, das ärgert euch dann nur. Und daher, ja, einfach immer die von der größten Seite zur kleinsten hin quasi kleben. Also ihr seht das, ich habe das die 24 zuerst aufgeklebt, dann habe ich die 23er Seite, jetzt klebe ich gerade die 22er Seite. Und als letztes klebe ich die 21er Seite auf. Und dann habt ihr euer Buch auch komplett. Es ist bombenfest. Die Taschen sind schön drauf. Ja, und es fehlen quasi nur noch die Innentaschen. Aber ich finde es sehr schön geworden. Und jetzt kommen noch die Innenseiten. Also diese für die Klapptasche. Dafür könnt ihr ja Designpapier nehmen und das schneidet ihr dann quasi 9,5 cm und 14,5 cm zurecht. Und ja, könnt die Ecken abrunden oder glatt lassen. Ich runde sie jetzt ab, weil ich finde das jetzt schöner. Und ihr braucht natürlich auch wieder 8 Stück davon, ne, weil ihr habt ja 8 Taschen gebaut, also braucht ihr auch wieder 8 so eine Karten, die ihr zurechtschneidet. Und dann in das Büchlein einsortiert. Also ihr kommt bei mir quasi immer, ja, in die Seiten des Büchleins hineingesteckt. Ja, damit ist unser Büchlein jetzt komplett fertig. Wir haben jetzt die Seiten fertig, haben diese Innentaschen und diese Innenseiten fertig, die man rausziehen kann. Und ja, gefällt mir echt gut, ist schön geworden, hat Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und ihr konntet auch so schön mitbasteln. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!